So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Daffy Duck alias Duck Dodgers. Im letzten Part haben wir den Lagerraum gemacht und nun machen wir Maschinenraum. Und ich kann euch sagen, dass das Spiel schon über 50% durchgespielt ist. Also da wird nicht mehr so viel sein. Oh, was haben wir denn hier? Also wenn ihr wissen sollt, wer dieser Typ ist, schreibt es mir unter den Kommis. So, da muss man erstmal wieder durchsuchen. Ihr könnt auch solche Geräte hier schieben. Aha. Oh. Also dazu hat er jetzt keine Kraft, ne? Oder schiebt es einfach in die falsche Richtung. Also, was jetzt hier verborgen? Ja. Oh. Das wäre nicht so eine gute Idee. Hoffentlich laufe ich in die richtige Richtung, sonst habe ich mal leer. Wenn ich jetzt in die falsche Richtung laufen würde. Okay. Oh, das wäre schon das Exit. Ah, das muss ein Kühlraum sein. Ah ja, das sind ja zwei Atome hier. Also die soll ich noch einsammeln, bevor ich hier verlasse. Wo kam ich jetzt her? Schauen wir mal hier rein. Zumindest denn ein Atom Energie haben wir gefunden. Und die zweite muss irgendwo anders sein. Wenn wir statt rechts mal links nehmen würden. Wenn du den Ausgang finden willst, musst du weitermachen. Los, streng dich ein wenig an. Ja, ist schon gut. Also machen wir wie auf dem anderen Raum, schieben wir und aktivieren den Schalter. Mhm. Okay. Aber irgendwas muss es auslösen. Das sieht aus wie ein Herz, ne? Aber wo rennt er denn hin? Oh mein Gott! Der ist hinausgerannt! Hoffentlich geht es ihm gut! Oh je, Mini! Oh, es kommt immer näher! Willst du mich verarschen? Naja, wie dem auch sei. Aber komischerweise platzt sein Kopf nicht. Aber dafür musste sein Kopf explodieren, ne? Also da verstehe ich den Zusammenhang nicht. Oder werden die Bösewichte hier bevorzugt? So, jetzt haben wir alle Atomenergie. Hier unten sind bestimmt bloß blaue Atome.
da wird es, glaube ich, nicht mehr so viele Sachen geben. Gehen wir einfach mal raus. Hoffentlich könnt ihr da sehen, weil wenn ich das anschaue, ist es für euch sehr dunkel, nehme ich an. Aber cooler Zukunftssound. Oh, mit C-Stick nach links, glänzt du nach links und mit C-Stick nach rechts, einfach nach rechts. Cool, jetzt sind wir in Ego-Shooter-Perspektive. Und einfach mit Z-Laser abfeuern. Ah, das ist cool. Achso, mit C-Stick kann man ausweichen, so seitlich. Aber soll ich wirklich da rein? Oh, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Schauen wir mal in den anderen Raum rein. Oh, es klappt dasselbe. Aber ja, wie dem auch sei, gehen wir rein. Also man sieht nur auf dem Bildschirm jetzt diesen Laserkanone. Als ob ich ihn je getroffen hätte. Aua. Ich habe das Gefühl, dass diese Gebläse keine Wirkung haben. Das ist aber leicht bewacht. So, dann gehen wir zurück. Und da bin ich so froh, dass ich den richtigen Weg ausgesucht habe. Sonst hätte ich nachhinein jetzt richtig frustriert gewesen. So, jetzt fahren wir wieder hinunter. Und da gibt es jetzt noch 3 weitere Atome zu finden insgesamt. Weil der eine hat ja den Kapitän Sam. Als unser nächster Bossgegner. So, da gehen wir mal auf die andere Seite. Ja, hier habe ich schon beseitigt. Oh, das ging aber flott. Also ich kann die Perspektive nicht ändern, ne? Ah, doch, ein bisschen. Aber sonst nicht. Ist das nicht eine Falle oder so? Aber das ist auch eine geschenkte. Ne? Autsch. Oh. Jetzt habe ich aus Versehen den C-Stick gedrückt. Aber Gott sei Dank muss ich jetzt den Atomenergie nicht mehr einsammeln. Kann passieren. So, wieder zurück in die Ego-Perspektive. So, was erwartet mich jetzt als nächstes? Also zu einfach, um wahr zu sein.
sagen wir mal, um ehrlich zu sein, so. Aber ich finde die Idee echt klasse mit Ergo-Perspektive. Da ist schon ein bisschen Abwechslung dabei. Statt immer hin und her zu springen. Da schießt nicht mal los hier. So. Damit ihr auch mal den Duffy sehen könnt. Aha, da braucht man zwei Schüsse. Schau mal, was die den anderen sind. Bloß blaue Energien. Als war der linke der richtige Weg. Mhm. Fast wie ein Laboratorium. Aber für dieses Level ist es viel zu lange und die Atomenergie viel zu früh erhalten. Jo, definitiv. So, Generatoren. Ja, das sind also hier die zwei letzten Atomenergien. Achso, man muss nur die Taschen nachmachen. Oh ja, ein Spiel zum Nachdenken. Aber das sind leichte Vorgaben. Und das war's. Das ist schon ein. Ist schon nett, wenn man so ein kleines Rätsel macht. Und so kleine Denkaufgaben. So. Man hat ja im letzten Part gesehen, dass man sie auch kicken können. Oh, ich wäre fast hingefallen. Renn! Oh, schon wieder surfen. Und das ist noch viel besser als das andere. Als beim Abflusskanal. Oh, leider viel zu kurz. Oh, was ist das für ein einsamer Raum? Na? Also da hätte ich schon schnell gescheitert. Wo geht's weiter? Auf dem grünen Plattform nehme ich an, dass da eine Energie ab
Atom ist. Okay, Leute, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Dass diese Plattform herabfallen wird. So, diese ganze Prozedere von vorne. Und dann beschäftigen wir uns den Boss im nächsten Part. Da kann ich leider nicht abkürzen. Schön wär's. Da gibt's halt leider kein Checkpoint. Ah, super. Das hat beim ersten Versuch sehr gut geklappt. Und jetzt nicht mehr. Aber ist halb so schlimm. Wir packen das. So. Wir sind gleich wieder da. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Was? Für nur ein Leben? Habe ich das riskiert? Ah, Moment. Jetzt muss ich nur an dem richtigen Zeitpunkt runterspringen. Nein! Oh. Wegen seiner Benommenheit muss ich jetzt ein Leben opfern. Wie gewonnen, so zerronnen. Aber ich habe schon von Anfang an gewusst, dass sowas irgendwann negativ Einfluss haben könnte. Und das hat sich nun bestätigt. Also sobald er benommen ist, läuft er unkontrolliert. Da kann ich nichts machen. So, alle gute Dinge sind drei. Hoffentlich. Aber zu welchem Weg führt zu Energieatom? Wenn da der Exit ist, nehme ich an, dass wir dorthin müssen. Denn andere Möglichkeit sehe ich hier nicht. So, wo ist unser Atomenergie? Da drüben. Wofür ist dann dieser Weg hier? Nur wer Lust und Freude hat, diese blaue Energie einzusammeln. Also da bin ich kein großer Fan davon. Nicht mehr. So, jetzt sachte. So, den letzten Sprung. Na also. Und das muss es jetzt dann gewesen sein. Ausgezeichnet. Jetzt haben wir die Abteilungen abgeschlossen und können nun auf den Weg machen zum Bossfight gegen Captain Sam. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet wieder im nächsten Part ein.
Ciao.